Hallo, liebe Leute, und da sind wir wieder bei Venetica und blitzt es jetzt hier? Blitzt es jetzt? Es hat hier so geblitzt gerade eben. Ja, es muss ja irgendwie zu schaffen sein, diese blöden Typen da oben ein wenig zu stoppen oder zu erledigen oder wie auch immer. Ich muss sie ja irgendwie besiegen können. Kann schon mal einer kommen? Einer? Das finde ich gut. Komm, komm hier mal her. Weil ich möchte nicht zu weit nach hinten. Damit der andere mich auch nicht bemerkt. Sonst laufe ich. Ja, nun lass mich mal. Komm mal hierher. Ja. Okay, toll. Warum ist das so langsam gerade alles? Irgendwie so richtig langsam. Also ich bin gerade mal ins Spiel gegangen und habe jetzt noch nicht irgendwie getestet oder so. Das ist gerade extrem blöd. So, extrem blöd. Okay, das war schon mal einer. Ey, das stockt ja total. Aber so richtig dolle. Warum? Weiß ich. Ich weiß nicht warum. Kommst du mal bitte? Ja, dann muss ich jetzt halt so ruckelig einen nach dem anderen fertig machen. Geht ja nicht anders. Scheiße, er hat voll geblockt. Ja, könnt ihr mal aufhören damit? Ich versuche ihn hier jetzt gerade echt mit allen Mitteln irgendwie, aber das ist super ätzend, wenn man hier kaum was sieht und das so dolle ruckelt. Und ich weiß ja nicht mal warum. Weil sonst hat es ja nicht getan und weiß ich nicht, ob mein Rechner irgendwie gerade irgendein scheiß Update macht oder weiß ich doch nicht was. Was man vielleicht sonst nicht mitkriegt. Was weiß ich. Es ist halt nervig. Aber jetzt laufe ich wieder runter. Nee, ich will ja hoch. Ne? Also, sonst gehen wir halt mal in das Zimmer hier rein. Ich weiß ja nicht, was hier ist. Oh, das ist super fies, wenn das so dieselben Farben sind. Scheiße. Okay, nochmal. Ach, rückwärts, okay. Das ist voll fies, wenn das immer dasselbe vorkommt, dann kommt man irgendwann wirklich durcheinander. Weil man weiß ja immer nicht, ob noch mehr kommt. Ja. Ist hier nicht der... Oh. Hier ist wieder so ein Totenbeschwörer. Okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ruckelt gerade ein bisschen weniger hier drinne. Oder? Also ich finde es gerade wesentlich angenehmer, hier drinnen zu spielen. Wenn es ihr nichts ausmacht, sich kurz auszuruhen, dann bitte ruh dich aus. Schlaf mal bis mittags, während die da hinten stehen. Weil die bleiben da hinten ja anscheinend und ja, gut. Ich speichere natürlich einmal kurz eben. Für den Fall, dass ich sterbe. Halte ein! Tötest du mich, werden viele andere meinen Platz einnehmen. Ach, die Geschichte wieder. Also denke gut nach, bevor du deine Entscheidung fällst. Ich hasse es. Was soll ich denn machen? Wir müssen sie doch erledigen, oder nicht? Ich werde euch in Ruhe lassen. Fürs Erste. Haben die Schiss vor uns immer? Aber ich meine,
haben wir einen Auftrag, wo wir die erledigen sollen? Ich weiß nicht, ob ich das immer richtig mache, dass ich die hier, ja, töte alle. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mir immer, man kommt doch nicht weiter, wenn man das nicht macht, oder? Unbezahlte Dienste, ich könnte ja auch die Wahl, ja, okay, das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Was ist das hier nochmal? Hä, nee, das hatten wir ja gerade und das? Ach ja, das ist das mit dem Kunden. Ja, dann haben wir das noch. Das ist auch was anderes. Da sollen wir immer noch das Haus, glaube ich, finden. Bla 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 bla. Ich soll Victors Tagebuch aus seinem Haus im äußeren Bezirk stehlen. Ja, müssen wir auch noch finden. Das geht nicht und das. Keine Ahnung. Wo sind die denn eigentlich alle? Die Minenarbeiter? Sind die hier? Ach, ich kann hier keine Karte machen, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Können wir trotzdem an die Truhe? Oh! Okay, das war keine gute Idee. Nee, ne, dann machen wir die auch tot. Was soll's? Ne? Kannst du mal reagieren auf Rollen und solche Geschichten? Denn das ist echt wichtig. Nein, dann roll doch mal. Mensch. Ins Kind. Roll, 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 roll. Roll dich weg. Roll dich weg. Ja, toll, ich bin tot. Es war überhaupt nicht blöd gespielt oder so. Nein. Oh, wie nervig. Ja, das Auto, bla. Ich nehme natürlich unsere Speicherung. Warum auch nicht? Ich greife die Arschgeigen einfach halte an. Halte ein! Tötest alles. Ja, dann komm, Midolga. Ich werde jeden einzelnen eurer Brut vernichten. Ja, mach ich. Die kreisen mich immer so fies ein. Die halten mich auch immer so fest irgendwie. Lass mich. Ich kann nichts machen. Ich hasse das so, wenn ich nichts machen kann. Und wenn ich nichts sehe. Das ist noch schlimmer. Lass mich. Scheiße, was mache ich hier heute, ey? Es läuft nicht so gut wie das letzte Mal. Ich kann nichts machen. Oh, ist das blöd. Jetzt muss ich mich schon wieder heilen, ohne dass ich irgendwie die überhaupt groß angegriffen habe. Man sieht ja auch wieder total viel. Sind ja auch nur drei. Kann ich nicht irgendwas machen? Was ist denn gut bei so vielen? Ich meine, das wirkt ja alles immer nicht so wirklich gut. Und dieses Angstmachen, ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir hatten doch aber einen genau, der für alle ist. Dann nehmen wir lieber den hier. Schattenfahrt bringt uns das was, in Schattenfahrt manchmal zu gehen? Dann sehen die uns doch nicht. So als Sicherung, damit ich nicht sterbe oder so? Ich weiß es doch nicht. Das ist auch gut mit dem Tornado. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, der Hammer, der peitscht die ja auch alle weg, aber der ist halt zu lahm in so einer Situation, finde ich. Auch wenn der halt schön was ausmacht. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Sieht total eng gerade aus. Nimm doch mal was. Ich hasse das, wenn sie nichts nimmt. Also, wenn es nicht wirkt. Lasst mich. Ich muss immer in Bewegung irgendwie bleiben. Und ich muss irgendwie die Banditen zuerst erledigen. Das wäre viel besser. Auch wenn es nur ein Schlag war. Lasst mich. Gut, dass ich den Totenbeschwörer zuerst angreife, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil die Banditen sind viel fieser, weil die einen so festhalten. Und da kann man halt gar nichts gegen machen irgendwie. Oh, ich hatte ihn doch fast. Nein, hör auf. Lass das doch mal. Komm, der eine ist doch schon fast tot. Sei doch. Das war auch gut. Okay, ich glaube, ich muss mich erstmal ein bisschen warm spielen.
geht doch. Also es war doch jetzt am Ende doch nicht so schlecht. Ja, ich muss mich wohl anscheinend erstmal warm spielen. So, was hat der? Er hat ja kaum was. Der hatte 5 Dukaten bei sich. Ist ja nicht so viel. Was die bei uns wohl finden würden immer. Wenn wir sterben. Unser ganzes Besteck hier und alles, was wir immer so einsammeln, was ich natürlich nicht verkaufe, was man sollte. Naja. Tja. Geheilt sind wir gerade auch ganz gut. So eine Feuerstelle hier hinter der Wand. Ob das so gut ist, dann sieht man die doch gar nicht. Egal. Müssen wir uns nicht drum kümmern gerade. So, was können wir jetzt machen? Ach ja, wir müssen ja da hoch. Und ja, jetzt ruckelt das schon wieder so. Warum? Warum ruckelt das hier draußen viel, viel mehr? Ja komm, dich einen kriege ich auch noch hin. Solange man draufhauen kann, sollte man das auch versuchen. Okay. So, das war jetzt hier unten. Das finde ich schon mal toll. Warum das hier oben so ruckelt, weiß ich nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie hin. Doch, hier, Seil benutzen. Kann man also doch was machen. Oh, schwingt sie sich darüber? Das soll wohl ein Witz sein, oder? Was soll ich denn jetzt hier unten? Das soll wohl ein Witz sein. Hä? Was? Ich muss doch da oben bleiben und... Ich dachte, sie zieht jetzt an irgendeinem Seil oder so. Und nicht, dass sie da irgendwie... Ja, kann ich denn hier aber auch was machen? Hier konnte man doch gar nichts machen, oder? Was soll ich denn hier? Es ist einfach nur so der schnellere Weg, oder was? Hier, dann löst doch hier die Seile, oder weiß ich denn nicht, was du hier machen könntest. Und dann soll der Löwe doch mal aktiv werden hier, damit wir ihm sein Herz stehlen können. Ey, das ist doch... Jetzt muss ich den ganzen blöden Weg zurück, oder was? Was kann ich hier bei dem blöden Löwen machen? Wann wird er denn aktiv? Scheißvieh. Komm, werd mal wach. Ey, das ist total blöd. Jetzt muss ich wieder ganz zurücklaufen zur Brücke. Oh, das darf nicht wahr sein. Nee, das war jetzt irgendwie nicht so klug. Ja, dann gehe ich mal hier rein. Hier war ich ja auch noch nicht drin. Vielleicht finden wir ja mal das Zimmer. Das richtige da von dem Typen. Victor. Ich will einfach nicht umsonst hier jetzt nach unten gekommen sein. Deswegen mache ich halt das, was wir noch nicht gemacht haben. Verlassenes Haus. Könnte das vielleicht das Richtige sein? Boah, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Menge Essen und so. Ist schon mal gut. Auch wenn ich nicht weiß, wem das gehört. Da ist schon mal jemand, der uns nicht so gut gesinnt ist. Komm her. Ich hab dich nämlich schon gesehen, du Arsch. Das waren Banditenanführer. Manchmal kommen die mir gar nicht mehr so stark vor. Oh. Unsere Schwerter haben sich gekreuzt. Die immer so kurz vorm Sterben immer ihren blöden letzten Hieb noch machen müssen. Naja. Der hat aber ganz schön viel bei sich gehabt. War der wichtig, der Typ? Oder was? Wer kommt denn hier noch? Lieber mal das Schwert ziehen. Krypta betreten. Oh, wo sind wir denn hier? Eklige Spinnenweben? Was ist denn hier? Wow! Was war das? Oh mein Gott, ich habe mich voll erschrocken. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, ich dachte, da kommt von oben gerade ein Bandit runter und will mich angreifen. Dabei war das einfach nur der Bandit, der tot ist und der verschwunden ist. Wie eklig ist das, dass der so durch die Luft auf uns zu von oben runtergeschwebt ist? Okay.
möchte weg hier. Es war jetzt eklig, so ein Geist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das muss nicht sein. Kann man sich hier ausruhen? Ja, aber möchten wir und brauchen wir gar nicht. Okay, da unten ist eine Krypta, aber wir haben keinen Schlüssel dafür. Wo bekomme ich den her? Keine Ahnung. Ist in der Krypta denn ein Victors Buch? Ist es das vielleicht gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie immer. So, jetzt laufe ich hier lang. Ich weiß schon wieder den Weg. Ich weiß nicht, warum das hier draußen mehr ruckelt wie sonst wo. Ich weiß nicht, warum das mit den Texturen so anstrengend für meinen Computer ist. Ich, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Stand hier noch ein Bandit oder so? Irgendwas habe ich gerade Rotes gesehen. Ich ignoriere es einfach mal. Egal. Ja, jetzt müssen wir den ganzen blöden Weg nochmal nach oben. Tut mir leid. Ich dachte halt, wenn sie das Seil da oben benutzt, dann passiert irgendwas Sinnvolles und nicht, dass sie da runtergeht. Nein, wir möchten das Seil nicht benutzen. Wir ziehen weiter durch hier. So, dann komm mal her. Typi. Komm her. Scheiße, es waren zwei. Zwei sind immer scheiße. Zick, zack, zuck, zack. Waren da nur zwei oben? Boah, die stechen mich gerade tot. Die stechen mich tot. Die stechen mich tot. Und ich habe nicht gespeichert. Scheiße. Verdammt, von wo muss ich denn jetzt laden? Oh, wir sind aus dem Zimmer rausgekommen, oder? Gut, dass es die Autospeicherung gibt. Gut, dass es die gibt. Ach, Gott sei Dank. Ja, dann muss ich da jetzt nochmal hinlaufen. Ich habe gerade keine Lust, einen Cut zu machen. Und es tut mir leid, dass ihr den Weg jetzt nochmal mit erleben musst. Sonst hätte ich einen Cut gemacht und gesagt, ja, jetzt bin ich wieder hier, bin den Weg gelaufen. Bla, bla. Müsst ihr jetzt eben mit leben. Könnt ihr die schöne, ruckelige Stadt genießen. Ich finde die Geräusche aber unheimlicher hier als sonst. Also sonst ist immer so freundliche Musik und hier merkt man schon irgendwie, dass hier alles nicht so in Ordnung ist, so, weiß nicht. Die Atmosphäre ist total dicht und düster. Ist alles so grau hier und keine netten Leute wirklich. Und ja, alles nicht so schön. So, jetzt komm mal. Kommt nur einer? Finde ich gut. Wenn die sich rollen immer. Ich meine, macht es schon Sinn, dass sie das tun, aber es nervt. Wie, und ich habe schon wieder gar keine Gesundheit verloren? Irgendwie wundert mich das. Es sind zwei. Hallo? Komm du mal hier aus der Ecke raus. Wer kommt jetzt? Komm, nee, bleib mal hier. Komm mal wieder zurück. Das war schon richtig. Scheiße, jetzt kommen beide, ne? Mist. Nein! Hört auf damit. Ihr seid doof.
zu. Nein. Dann stelle ich mich oben hin. Ist einfacher, glaube ich. Zack, zack, zack. Das war schon mal einer. Guck mal, wie unsere Gesundheit sich von alleine wieder gereagiert. Ne? Das ist krass. Warum? Kann mir das mal jemand sagen, warum unsere Gesundheit von alleine wieder so tipptopp geht? Keine Ahnung. Hier ist so ein Superportal irgendwie. Was ist denn hier? Was ist das? Warum leuchtet das so crazy? Okay, ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen, aber das erforschen wir im nächsten Teil. Ja, okay. Tschüss, Boot. Mach's gut. Und macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.